So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke oder Ramses der Ängstliche. Das ist die Shenaya, das ist der Ramses. Und die Shenaya ist ja schuld, ne? Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Die ist schuld, die hat das hier bestellt, was da drin ist. Denn das ist eine Durian, auch genannt King of Fruit, also König der Früchte. King of Fruit, ne? Der Fruchtkönig, also der König der Früchte. Kennt ihr? Na gut, jetzt haben wir Durian und King of Fruit, aber was ist das eigentlich? Eine? Kurzfrucht. Kurzfrucht, genau. Das habe ich schon mal probiert mit dem Muttertier. Da haben wir drin gesessen, weil es war kalt, es war dunkel, es war alles. Jetzt ist es immer noch kalt, aber es ist jetzt ein bisschen hell und deswegen, Shenaya ist da und ich habe gesagt, das sind zwei Stück drin. Und die kleinere probiere ich mal mit der Mama und die größere hebe ich extra auf für die Shenaya, dass wir die mal mit Shenaya probieren. Jetzt tropft hier alles und ist eklig und hier rieche mal und wie riecht's? Na, wie riecht's? Ich halte es jetzt so lange unter die Nase, bis du brichst. Du findest es gar nicht unappetitlich, ja, oder? Ja, also gut riechen tut's nicht. Oh. Gut riechen tut's nicht, sagt sie. Es hat eine sehr schmierige, säuerliche, zwiebelartige, bissige, krasse, eklige Note. Ich weiß auch gar nicht, ob das Ding noch gut ist. Jetzt wundert euch nicht, das weiße Außen ist Papier. Das gelbe, schmierige, glänzende mit den Tropfen drauf ist die Frucht. Und hier haben sie einfach aus Spaß, damit ihr denkt, ihr habt Sushi, haben sie noch so Blätter reingemacht? Verstehe ich nicht. Die müssen wir erstmal wegtun. So, dann müssen wir mal den Humpen rausnehmen. Also das kam extra mit Kühlpads an in dem Styropor-Pack. Und dann waren die Kühlpads natürlich schon nicht mehr gekühlt. Und dann stand das so im Flur rum ein bisschen. Dann habe ich das irgendwann mal aufgemacht und da getestet und dann das jetzt im Kühlschrank gehabt nochmal. Den restlichen Döner hier. Deswegen sieht das alles ein bisschen. Vielleicht ist das säuerliche auch, weil es einfach schon verdorben und schlecht und über die Zeit ist. Aber irgendwie, man sieht keine Schimmelstellen, man sieht nichts Fauliges. Und ansonsten sieht die schon jetzt immer noch genauso aus, wie sie beim letzten Mal aussah. Ja. Auch das, was du hier unten gerade siehst, hier hinten reißt schon alles raus. Hier unten denkt man, ach guck mal, ein Stück Käse. Neben dem Gelben wird es hier weiß, sieht aus wie ein Fisch. Sieht irgendwie merkwürdig aus. Das hier ist auch irgendwie richtig fest. Sieht aus wie Kiemen von einem Fisch, die fest sind und die reißt du auf. Und boah, jetzt lege ich das erstmal dahin. Hier ist im Papier, im Dönerpapier, ist ein Rest raus und das lege ich jetzt auch dahin. Und eigentlich wollte ich es ja mal aufschneiden, dass ihr das seht, wie das aussieht. Aber das überlasse ich jetzt erstmal dir. Ich gehe mal kurz hinter die Kamera, damit ich eine schöne Nahaufnahme machen kann, wie du das mal versuchst, in der Mitte durchzuschneiden. Moment. Ihhh, alles an die Hose. Das ist normal. So, damit ihr jetzt eine super Perspektive habt, die Shenaya nimmt es mal in die Hand und guckt sich das an. Das sah bei uns leider Gottes auch schon so aus. Okay. Und jetzt weiß ich wieder, wieso ich es eklig fand, obwohl es gar nicht so schlimm geschmeckt hat. Es sieht einfach wirklich aus wie ein Fisch. Ja, irgendwie schon, ja. Ein Fisch mit Krähenschuppen, ein Lebewesen. Du kannst ja gerne mal das Messer nehmen. Ich weiß nicht, ob du es so längs aufschneiden willst oder so. Such es dir aus. Das ist, denk einfach hier, sezieren und dass wir irgendwie zwei Hälften haben. Und du wirst ja wohl wahrscheinlich in der Mitte auch wieder ein dicker, fetter. Jetzt bin ich gespannt. Und Widerstand. Oh Gott. Ja. Da ist nämlich. Da ist nämlich der Kern in der Mitte. Entweder muss man aufdrücken wie ein Schmied und das richtig einfach durchquetschen. Oh Gott. Dann lieber doch schneiden. Nee, hier ist wirklich ein Kern drin. Mein Gott. Da komme ich nicht wirklich durch. Wie, du kommst nicht durch den Kern? Soll ich das mal probieren? Ne? Ob ich gleich den Kern nicht drücken? Da biege ich das Messer um. Das riecht auf jeden Fall eklig. Bist du schon weiter? Nicht wirklich. Das flutscht immer weg. Da muss man richtig anpacken, ne? Thank you.
Ah, hey, super, guck dir das mal an. Lecker. Und alles. Und da ist noch der Kern, seht ihr das? Das sieht aus wie ein kleines... Irgendwie ist das aber nicht wirklich richtig... Jetzt würde ich sagen, ein Mangerie. Ja. Na, ist es natürlich nicht. Die eine Hälfte sieht ein bisschen mehr aus wie die andere irgendwie. Okay. Ja, bestimmt. Das heißt, ich komme jetzt gleich mal zurück zu dir. Jetzt, nicht wo mein ganzer Ohr schon was ist. So, vorhin hast du noch gesagt, so schlecht riecht's ja gar nicht, ne? Nee, so langsam breitet sich der Geruch aber aus. Ist dieses eklige, gammelige Scheißding auf jeden Fall, ja. Sieht jetzt also so aus wie ein Hefeknödel. Hier ist der Kern drin. Den Kern, den kann man ja wahrscheinlich nicht mitessen. Den Kern nimmt man mal raus. Der Kern hat auch noch sein Eigenleben hier unten, wie ihr das seht. Zack. Jetzt haben wir hier so ein schmierigen, dicken Broiler. Du kannst ja von deinem Stück mal was abmachen. Oder du beißt einfach rein. Das ist richtig abartig. Aber probier's einfach mal. Augen zu und durch, würde ich sagen. Einfach mal was abbeißen. Entschuldigung. Der eigentliche Geschmack ist ja eigentlich nicht so schlimm. Schmeckt wie eine kleine Birne. Naja, komm ein Stück zu mir, dass man dich besser sieht. Schmeckt wie eine kleine Birne mit einer fruchtigen Note, nur mit ganz viel Ekel drumrum. Schmeckt aber irgendwie süßlich irgendwie. Das Problem ist, da wird das Schlucken wieder sein. Erster Bissen schon mal überlebt, ach Gott. So was ist also die Katastrophe. Naja, ist aber auch die Frage, ob das auch, Ding auch wirklich gut ist noch. Oh. Also wenn man es lange genug kaut und sich das mit dem Speichel vermischt, der Speichel alles neutralisiert hat, dann ist es auch beim Runterschlucken gar nicht mehr so eklig und widerwärtig. Aber wenn man jetzt alles wegschmeißt, oh mein Gott, jetzt ist es auseinandergefallen, ist das ja trotzdem eine totale Verschwendung. Deswegen beiß mal am besten noch mal rein, weil das schmeckt ja so gut, habe ich gehört. Nicht wirklich. Ja, warte mal, hier, damit man sich anzieht hier. Ah, oh Mann. Ja, der zweite geht doch aber. Glaube ich. Also irgendwie... Zweite Bissen ist auch in Ordnung. Komisch. Hat eine nussige Note. Vielleicht ist es auch eine muffige Note. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da jetzt schon wieder. Nussig, süßlich. Wenn es halt nicht so abartig riechen würde, wenn es nicht so komisch aussehen würde, wenn es nicht so schleimig wäre und so 20 verschiedene Konsistenzen, dann wäre das vielleicht alles besser als gedacht. Ja, irgendwie. Also. Na, guck, Spämmel. So gesehen, der erste Bissen war schlimm, aber der zweite ging ja irgendwie toll. Da lege ich auch noch was hin, du. Okay, ich glaube, die Shania isst das jetzt noch auf komplett. Meins kriegt sie auch noch, weil sie ist ja Gast, der Gast ist König. Und ich würde sagen, ich glaube, wir lassen das mit dem Video. Da wird nicht mehr viel passieren. Ich würde es nicht noch mal essen wollen. Ich würde es mir nicht mehr kaufen und bestellen, weil...
Ist Verschwendung trotzdem, ja. Ist Verschwendung. Ich bin ja nicht der süße Typ, ich esse kein Obst, deswegen, da gibt mir eine Salami, da esse ich mal ein Stück. Aber so Obst, die Kotz-Salami. Was Delikatesse hier sein soll, weiß ich nicht, kann ich nicht genau raussuchen. Es ist eh immer sehr merkwürdig. Würdest du das nochmal probieren? Nicht unbedingt, nee. Aber einmal kann man es ja mal testen, ne? Das ist ein spezieller Geschmack und vor allem Geruch. Man muss alles einmal probiert haben und ja. Dann kann man ja erst sagen, wie es ist. Deswegen, genau. Wenn ihr das hört und seht, sagt nicht, würde ich nie machen. Probiert selber mal. Vielleicht schmeckt es euch ganz gut. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut. Euer Ramses. Und eure Rihanna. Rihanna? Oh, jetzt hat Rihanna. Sie ihren ihr Namen geändert. Ganz ruhig hier draufwerfen, den Batzen. Könnt ihr nämlich noch mal sehen. Falls jemand noch was will, den Rest können wir ja verlosen, wie immer. Könnt ihr euch abholen. Hier, yo.